Da oben die Wände müssen wir nämlich machen. Nicht da ums Fenster herum. Das mache ich immer fälschlicherweise. Und dann wundere ich mich, wenn meine Fliesen wieder nicht reichen. Genau, jetzt sind wir nämlich bei 91. Jetzt wahrscheinlich bei 94. Jawohl. So, und jetzt haben wir 97 und dann haben wir fertig. Ja. 97. Und fertig. So, der erste Raum ist durch. Dann können wir theoretisch die Fliesen jetzt wieder verschachern. Okay. So, dann müssen wir mal gucken, was wir hier machen können. Bodenfliesen legen. Fußbodenlaminat Kiefer. Laminat Kiefer. Das haben wir ja bei uns in der Butze auch. Müssen wir nochmal gucken, inwieweit. Ja, können wir wahrscheinlich immer nur so abschnittweise machen hier. Sonst machen wir ja dann fälschlicherweise das Klo auch mit. So, die Tür machen wir mal zu. Obwohl, wenn das jetzt 60% waren, dann wird das wohl jetzt mit dem Abschnitt hier schon fertig sein, ne? Na komm. Ja, ne, 97%. So. Oder müssen wir hier auch noch legen, hier drunter? Nee. Aber wahrscheinlich gehört das noch mit dazu. Nee, auch nicht. Naja, hätte klappen können. Das hier vielleicht? Oder hier das? Das vielleicht, ja? Okay, jetzt hat das. Macht zwar keinen Sinn, weil ich das jetzt hier auch noch mitgemacht hätte, aber okay. Ja. Streiche mit den Farben weiß. So, zählt das jetzt alles zu einem Raum hier? Oder ist da, ach, das ist schon wieder der nächste Raum hier. Aber hier kommt auch Kiefer hin. Und Keramikfliesen, graues Quadrat. Ja, wie? Kann ja nicht beides machen. Oder? Ein bisschen komisch. Ich mache einfach mal. Mal sehen, wie er das dann haben will. Ich mache einfach erstmal bis hierher. So. Vielleicht bis hierher noch so. Wo es dann auch ein bisschen komisch aussehen würde. Nee, warte mal. Ja, du, wie hätte er das denn jetzt gerne? Bisschen komisch ist das ja schon. Aufgeteilt hier mit den Räumen. Keramikfliesen, graues Quadrat. Müssen wir mal gucken. Wohl das hier. Ich mach das jetzt einfach mal, weißt du, komm. Können wir nicht viel falsch machen. Wenn er uns nicht sagt, was genau jetzt alles damit gelegt werden muss, machen wir es einfach mal. Mal gucken, was er uns dann zu sagen hat. Oh, das war offensichtlich ganz falsch. Scheiße. Keramikfliesen, graues Quadrat. Das ist doch aber das. Kann ich das jetzt wieder wegputzen hier? Kann ich nicht? Oh nein, da habe ich gerade 200 Euro eingebüßt. Aber waren die das, das graue Quadrat, hä? Oh. Gibt es wahrscheinlich noch ein anderes? Ah, graues Quadrat, das meint der Scheiße. Naja, gut. Das kann passieren. Im Eifer des Gefechts. So, jetzt haben wir es. Okay. Ja, gut. Ne? Ist jetzt, wie gesagt, von der Aufteilung ist es Boogie. Streiche die Wände. Zweimal dreifache Deckenlampe, sagt er dann noch. So, was haben wir hier drin? Das wird dann wohl hier die Sauna werden, ne? Streiche. Bodenfliesen. Teppichboden beige. Doch, das können wir schon machen. Teppichboden beige. Oma. Teppichboden beige. Entweder habe ich es jetzt nicht gesehen. Oder wir haben das tatsächlich noch gar nicht. Dass wir es deshalb nicht machen können, weil wir das erst freischalten müssen. Das ist möglich. Na gut, was haben wir hinten noch? Modifiziere die Geräte. Was denn da?
Hier soll ja wieder eine Waschmaschine hin. Habe ich jetzt rausgelesen. Naja, machen wir halt mal wieder eine Waschmaschine. Gibt ja nur die eine. Weil so ein Toplader auch nicht schlecht wäre. So. So. Dran. Ich zünde mal noch einen Schnuffi an nebenbei. So, da haben wir das schon mal. Montiere die Geräte, modifiziere die Wände. Da habe ich mich gleich wieder völlig verlesen da. Demzufolge würde aber hier wahrscheinlich einen Badheizkörper dran haben. Ja, den soll er doch kriegen. Beides war ja hier mit dabei, ne? Genau, Heizkörper fürs Bad. So, wupp dich. Festziehen. Dass er nicht runterkommt, wenn du das Handtuch drauflegst. Klong. So. Und modifiziere die Wände. Die wird wahrscheinlich abgerissen werden müssen, hier, wie es aussieht. Halt! Okay, war das jetzt die richtige? Ich hoffe es. Ja, sieht so aus. Abrissunternehmen hier. Bam. Ja, wenn die rot sind, dann müssen die weg, und wenn die grün sind, also wenn es grün, oder das weiß ich jetzt gerade gar nicht, dann müssen sie, glaube ich, irgendwie so jedenfalls. So, kommt das jetzt hier runtergeflattert, oder muss ich da nochmal nachhelfen? Jetzt. Bam. Gegen die Tür auch dagegen schlagen, das bringt bloß nichts. So. Bam. 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 Hm. Das macht mir Spaß. Ich hoffe, dass ich die überhaupt wegmachen sollte hier. Nicht, dass wir falsch war. Den Türrahmen, den müssen wir dann so verkaufen wahrscheinlich. Wäre Unsinn, wenn der da noch drinne hängt. So, bam. Und jetzt müsste eigentlich alles runterkommen. Nicht ganz. Aber fast. Na jetzt. Zack. Zack. So, die paar Teile noch wegschlagen hier. Und dann passt es. So, da oben das noch raus. Okay. So, den Türrahmen können wir theoretisch verscherbeln hier. Gut. So, und jetzt haben wir hier wieder, jetzt müssen wir hier erstmal Bodenfliesen legen, Keramikfliesen weiß. Achso, können wir erstmal das Abreißen verschnellern hier. Bodenfliesen weiß, halt. Bodenfliesen. Keramikfliesen weiß. So. Und hier haben wir jetzt noch jede Menge Geräte, die wir da anschließen müssen.
So. Dreh erstmal alles auf. So. So, da wird das hier eine Wanne werden. Aufwendiger hier. Achso, halt, der kommt dran. Gerade nicht gesehen. Überlaufschutz rein. Fertig. So, was will er hier noch haben? Hier will er Waschbecken dran haben, auf jeden Fall. Spülbecken. Na komm. Komm. So. Na husch. Manchmal nimmt er das nicht an hier. So. Druft das Ganze und Abwasserrohr anschließen. So, und noch eins. Warum auch immer, aber die wollen das wohl so. Dann machen wir halt noch ein zweites dran. Meinetwegen. Also ein bisschen niedriger sehe ich gerade. Wahrscheinlich für ein Steppke. Weiß nicht. Ich habe jetzt auch die E-Mail nicht mehr genau im Kopf. Ich weiß bloß, dass das ganze Haus so ziemlich haben will hier. Inklusive Sauna am Ende. Aber wie gesagt, so weit sind wir noch nicht. Da müssen wir noch ganz paar Fähigkeitenpunkte sammeln hier. Ehe wir so weit sind. Und deswegen machen wir jetzt halt hier erstmal nur so weit, wie es geht. Beziehungsweise bis zum Ende der Folge. Dann höre ich eh erstmal mit der Session auf. Weil ich muss dann erstmal was essen. Mach dann vielleicht später noch ein bisschen weiter. Mal gucken. So. So, und hier. Was wir dann hier noch haben. Da. Kommt dann wohl eine Dusche dran, jawohl. So. Haben wir ja auch schon gefühlt 1000 Mal gemacht hier. Wird alles zum Selbstläufer. Weil es halt auch immer die gleichen Objekte sind. Wenn wir jetzt eine Auswahl hier von 100 verschiedenen Duschen hätten, ich meine, gut, das Grundprinzip ist ja trotzdem dasselbe. Deswegen da kein großer Akt. Hauptsache, es sind alle Türen drin. Unten ist richtig verschraubt, Abwasserrohr ist dran und auch die Warm- und Kaltwasserzufuhr. Und dann passt das.
So, Dichtung. Und der Deckel. So. Goodie. Boden rein. Finito. So, und eins haben wir noch hier. Da soll die Toilette noch hin. Klarerweise. Das machen wir noch. Jo, 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 jo. Komm, komm, komm. Zack. So, da haben wir den Raum schon fast fertig hier. Bis auf die Lampen dann oben, Wandfliesen legen. Ja, machen wir später. Mal gucken, was hier noch ist. Fußbodenlaminat dunkel. Dunkel. Steht da nur. Oh, ich nehme an, dass es dunkel heißt. Ja, moin. Warte mal. Fußbodenlaminat hier. Dunkel. Es heißt tatsächlich dunkel. Wahrscheinlich ist das auch, weiß ich gar nicht, vielleicht ist es eine Holzart dunkel, sagt mir jetzt gerade gar nichts. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich habe jetzt tatsächlich erst gedacht, das heißt dunkel. So, und hier müssen wir jetzt diesen Saunaofen anbringen und das können wir ja noch nicht, glaube ich. Ich kann ja mal gucken. Saunaofen, ja. Achso, warte mal. Gibt es auch wieder mehrere. Saunaofen, Säure, wie auch immer, Sauna. Sauna, Ofen, Säure. Oder Sör. Keine Ahnung, wie das heißt hier. Yes. Wupp dich. So. Und eine Saunakabine. Sehe ich jetzt gerade noch. Müssen wir auch noch anbringen. Hey. Ah ja. Saunakabine. Was? Nicht, nicht. Gegenstand anbringen, 8-mal eine einfache Saunakabine. Ich weiß gar nicht. Eine einfache. Aha, ach, Saunabank. Ist das richtig? Saunabank? Mensch, klar, Saunabank, ja, Mann. Oh, und ich habe eine Saunakabine gelesen. Na gut. Machen wir natürlich so. Okay. Lege den Laminatboden. Parkettpaneele. Wieso das jetzt eigentlich noch? Achso, und das kann ich jetzt auch noch nicht machen, so wie es aussieht hier. Gegenstand anbringen. 7-mal eine einfache Saunabank. Was müssen wir das jetzt hier noch ein paar Mal machen oder wie habe ich das jetzt verstanden gerade? Saunabank. Scheint so, hä? Okay. Ach, 2-mal noch. Ach so. Dann werden wir den Saunaofen hier mal ein bisschen in die Ecke schieben müssen. So. Und die Saunabank dann hier so ein bisschen ums Eck. Warte mal, da versuche ich das mal so an die Wand zu machen. Das hier ein bisschen dran integrieren. Ja. Ist jetzt nicht ganz richtig so. Oder. Ja, irgendwie nicht. Oder ist die verkehrt rum? Muss ich die umdrehen? Weil das hier irgendwie so ein bisschen komisch aussieht gerade. Ich versuche es mal mit umdrehen. Vielleicht liegt es da dran. Nö. Naja, es muss ich jetzt vielleicht nicht verstehen. Ich kaufe auf jeden Fall noch welche und mache die jetzt noch hier mit in die Ecke, in der Hoffnung, dass das geht. Und dann hören wir erstmal kurz auf, machen dann später vielleicht wieder weiter. Das geht jetzt nicht. Muss ich die nochmal umdrehen, mache ich die halt hier hin. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.